Guten Morgen, ich grüße euch. Der Tag beginnt sehr früh in Akishah, wir haben 7.45 Uhr und wir sind schon auf unserer großen Runde durch den Park. Komm Etty, hier liegen überall Snacks für den Rum, hier war gestern ein Fest. Also Wochenende, Freitag war hier, aber ordentlich was los, deswegen müssen wir aufpassen, hier liegen überall Knochen oder Brot rum. Und da bedient er sich immer ganz gerne. Das versuchen wir zu vermeiden. Aber es geht leider nicht immer. Ein Stück Brot und Knochen hat er schon. Und ja, egal. Wir laufen jetzt eine Runde hier. Dann kuppeln wir gleich an. Und dann geht es Richtung Istanbul. Knapp 400 Kilometer in voller Brust. Und dann heißt es morgen Goodbye, Türkiye. Jawohl, heute spielen die Türken auch, glaube ich. Ich glaube, wenn die heute gegen Portugal gewinnen, dann wird in Istanbul richtig was los sein. Ausnahmezustand. Bin gespannt. Vielleicht können wir das sogar irgendwo da gucken heute Abend. Etty, komm weg da. Komm weg da, bitte. Ja, mit deiner Schürze. Die hat viel gebracht. Heute Nacht, das ist schön zugegangen, die Wunde. Wir haben trotzdem nochmal Salbe drauf gemacht. Mit einer Woche soll das jetzt draufbleiben, damit das richtig schön durchhält. Sind aber guter Dinge. Er ist ja arrangiert mit seiner Schürze. Kannst du machen, muss aber aufpassen, hier liegen überall Knochen. Jetzt laufen wir noch die Runde zurück. Das Wasser ist richtig klar wieder, ne? Also wenn die da irgendwas gefiltert haben, das war ganz trüb beim letzten Mal. Auf der Kirmes da hinten hat sie auch einiges getan. Ein neues Breakdance hieß das früher bei uns. Haben sie hingemacht. Jetzt war gerade nochmal schwimmen. Ja, und jetzt geht es langsam zurück und dann ab geht die Fahrt. Der Kühlschrank macht ein bisschen Probleme. Der schwang richtig an heute Nacht. Ich vermute mal, weil wir einfach zu schief standen. Ich gehe davon aus. Oder vielleicht, weil wir den ganzen Tag gestern gefahren sind, sehr lange. Bei über 40 Grad. Na, muss er erst wieder richtig in Wallung kommen. Das dauert ja auch, wenn wir den Ungarn anmachen. Beim kühlen Wetter dauert es auch 24 Stunden, bis der richtig kalt ist. Ja, ist halt wieder heiß im Wetter. Ne? Wir sind jetzt nicht nur einen Tag gefahren, wir haben mehrere Tage gefahren. Das kann dann schon ein bisschen dauern. Genau. Ja, ich schenke euch noch ein paar Bilder hier von Akishah. Und dann geht's gleich los. Günnerin? So, auf geht die Reise. Gepackt und angekuppelt. Kontrollieren immer, ob wir nichts vergessen haben. Und jetzt ziehe ich den hier raus aus der schmalen Nische. Auf geht's. So, wir haben doppelt kontrolliert. Los geht's nach Istanbul. Also es hat einwandfrei gepasst. Da war gar keine Mucken. Was? Nein. Igel leer. Stopp, kurzer Halt nach halber Strecke. Keine Ahnung, wo wir sind. Irgendwo in der Türkei. Bist du fertig mit dem Eis? Bist du schon fertig mit dem Eis? Oh, super, hat sehr gelohnt. Oh, Sorte, die Papa nicht mag. Da ist die Mama ja. Etty, geh runter. Ey, ich weiß, du würdest sofort nehmen. Jetzt wird los, ja. Auf geht's, weiter Richtung Istanbul. Europa, willkommen. Es geht in das Loch des Grauens. Nein, es geht in den Tunnel rein. Unterm Bosporus durch. Ich kriege immer ein bisschen so Druck auf Ohren. Nein, so Bauchschmerzen, wenn ich hier diese knappen Dinger und ich denke immer, das passt nicht, aber so mit
Meter 80 passt ja. Ganz tief runter. Passt locker, wer hinter mir rechts die Hall auf. Ab in Tunnel. Hui. Weed. Ach, Sonnenbrille ab, wir haben Segel mehr. Ne? Fahren wir rechts rüber. Das ist halt aufregend immer mit uns, ne? Ja, das ist der Tunnel, der Asien mit Europa trennt, hat mir gerade die Mama wieder erklärt. Verbindet. Ja, verbindet. Außer er läuft voll, da ist er getrennt. Was wir nicht jetzt hoffen. Bis gleich in Europa. So, we are in Istanbul. Wir sind gut angekommen. Wir sind noch relativ flockig durchgefahren. Das war recht angenehm heute. Haben jetzt dem Etti mal ordentlich das Schnäuzchen gekratzt und gekrault. Der kann ja nicht mit seinem Lampenschirm. Und ja, die Kinder spielen hinter mir Fußball. Hinter uns. Seine 22 Euro für den Platz. Ich finde das echt teuer, aber andererseits stehen wir sicher. Wir sind hier gut hingekommen. Wir wissen, kennen uns hier aus. Überwacht mitten in Istanbul. In der Hauptstadt. Hauptstadt von Türkei. Nein, das war für die Angriffe. Das wusste mittlerweile auch. Ja, wir machen ja nochmal einen kleinen Trip in die Stadt. Wir wollen uns was zu essen holen, ein paar Sachen erledigen, ein paar Mitbringsel mitnehmen. Und ja, dann ist der Tag, glaube ich, auch schon gedroppt, gleich schon wieder verstellt, meine Uhr. Aber die stinkt nicht mehr so stark, die sieht immer stunk. Ja, das Display kannst du hier verstellen, wenn du hier so. Das habe ich, wenn du lange drauf drückst oder durch Schweiß, kannst du das verstellen. Das hatte ich immer. Tada! Stinkung gemacht? Einfach ein Prilwasser einweichen lassen und da schon ab und zu geht und duschen, wascht den Körper ein bisschen. Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Nein, nein, ich weiß, das war ja schon normal, Spaß. Weil die so eng angelegt sind. Moddert den Körper. Ja, die sagt, dein Körper moddert auch ein bisschen. Ja, deswegen habe ich das trocken gemacht gerade mit seinem Modder. Sind wir morgen? Ja, morgen geht's nach Sofia. Zahlen wir auch 20 Euro für den Platz. Das ist auch nicht viel besser als hier. 20. Ja. Aber man steht, wie du sagst, sicher. Man weiß, es ist sauber. Man kommt gut hin, gerade. Selbst wenn wir im Dunkeln ankommen, kommen wir gut an. Ja, der weiß Bescheid. Ich habe ihn schon angeschrieben. Guck mal, wie oft wir versucht haben, in Sofia was anderes zu finden. Ja, 3-4 Mal. Da war ja immer Katastrophe. Hallo. Hallo. Mach da oben rein, mein Schatz. Und ja, danach fahren wir dann später nach Zagreb wahrscheinlich. Machen wir mal einen Zwischenstopp, bevor wir dann nach Ungarn fahren. Das wäre uns auf einen Stopp zu weit. Etti, bleib in dein Körbchen. Was denn? Genau, so sieht es nämlich aus. Heute Abend gucken wir das Türkei-Spiel, aber wir sind zwar eingeladen worden hier bei dem Chef im Büro, aber ich befürchte, ich gucke es auf dem Handy. Also ich bin auch froh, wenn ich gleich liege. Na, Etti auch. Ist doch recht anstrengend. Ein bisschen habe ich die Rotzerei noch in mir. Mama merkt auch was. Wahrscheinlich auch von der Impfe gestern, von der letzten. Hat ein bisschen Kopf- und Gliedschmerzen. Nee, Kopfschmerzen nicht, nur Gliederschmerzen, sagst du, ne? Mein Glied. Nur das Glied tut weh. Nein. Ja, so sieht's aus, ihr Lieben. Platt, aber happy, dass wir angekommen sind. Und morgen geht's weiter. Genau, aber erstmal gucken, was wir zu futtern kriegen heute. Haben wir jetzt Dürren geholt. Die Straße dorthin, wo wir hin wollten, war gesperrt. Und jetzt gehen wir mit Fußkraft einmal los. Genau. Mein Telefon vibriert, warum auch immer, muss ich mal gucken. Ich schwenke ein bisschen mit rum und zeige ein bisschen die Stadt. Soll ich mal jetzt machen? Und Augenbraue für die Mama, die freut sich. Mama freut sich bei den Augenbrauen. Ja, ein Scherz. Was war das? War ein Witz. Ja, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, die Möwe hat sich ein bisschen vertan. Die kommen nicht am Meer. Die sind ja am Meer hier.
haben jetzt alles bekommen, was wir haben wollten. Mit auf den Rückweg. Wir werden jetzt ein bisschen was zu essen holen. In den Seitengassen gibt das nämlich für ganz kleines Geld. Da vorne sind Bananen. Die nehmen wir auch noch ein paar mit für die Mama. Oder für uns unterwegs. Und ja, dann möchte ich mich auch für heute verabschieden von euch. Mit ein paar Bildern aus Istanbul. Sehen uns morgen auf der Fahrt nach Sofia wieder. Würde mich freuen, wenn ihr mitkommt. Ihr Lieben. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben jetzt ein Abendbrot geholt. Für knapp 10 Euro, 350 Liter. 8 Portionen, 9 Portionen, traditionell türkisches Essen. Dann haben wir noch zwei große Bier und eine große Sprite. Und Philipp hat eine Kleinigkeit für 4 Euro geholt. Jetzt sind wir am Platz. Platz und happy. Es war anstrengend, aber die nächsten beiden Tage werden noch viel anstrengender. Das wollte ich nur eben anlenken. Wir lassen uns jetzt schmecken und lassen uns gut gehen. Ihr Lieben, fühlt euch gewohnt. Bis morgen mal. Tschüss.